Gut, dann willkommen zurück aus der kurzen Pause. Ich darf noch kurz was Organisatorisches ansagen. Nach diesem Vortrag ist ja bekannterweise Mittagspause. Ab 12 Uhr ist im Raum nebenan, gibt es die Möglichkeit, sich massieren zu lassen. Für diejenigen, die die Konferenz sich ein bisschen aus den Knochen massieren lassen müssen, bis 16 Uhr dann. Nach der Mittagspause liegen Feedbackbögen aus in den Räumen. Das wäre sehr nett, wenn die zahlreich ausgefüllt werden könnten und dann bitte bei den Kollegen und Kolleginnen am Counter abgegeben werden könnten. Und jetzt hören wir Udo Seidel mit einem Vortrag zum Thema Extreme FS. Viel Vergnügen. Schön. Normalerweise habe ich gedacht, ich habe heute eine Herausforderung, dass ich quasi zwischen den Teilnehmern und dem Mittagessen stehe, aber jetzt sehe ich, dass auch noch eine Massage dazu kommt, aber in einer Viertelstunde werde ich es nicht ganz schaffen, Extreme FS vorzustellen. Mein Name ist Udo Seidel, ich arbeite bei der Amadeus Data Processing GmbH in Erding. Amadeus kennt man vielleicht, Flugbuchungssystem, wenn man viel Reiser ist, hat man schon davon gehört. Die Geschäftsbereiche sind da ziemlich aufgeteilt, das Hauptquartier ist in Madrid, die Entwicklung ist in Nizza und das Datengrab, das ist in Deutschland, in Erding und das ist da, wo ich arbeite. Ja, heute geht es um Extreme FS. Ich werde kurz was erklären, warum wir uns das angeguckt haben, auch vielleicht in einem größeren Kontext, warum verteilte Dateisysteme für uns interessant sind. Dann mal eine grobe Übersicht, was ist das Extreme FS, welche Komponenten spielen eine Rolle, wie spielen die zusammen. Und dann habe ich im zweiten Teil zwei Aspekte, die jetzt für uns von Interesse sind, mal rausgegriffen. Das eine ist Hochverfügbarkeit und das zweite ist Sicherheit. Und dann am Schluss eine kurze Zusammenfassung. Extreme FS ist ein verteiltes Dateisystem, gehört also damit auch zu der Oberfamilie der sogenannten Shared File Systems. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues als Konstrukt, das gibt es eigentlich schon eine ganze Weile. Wer AndrewFS kennt, hat damit eigentlich schon nochmal reingerochen in verteilte Dateisysteme. In jüngerer Vergangenheit ist aber wieder mehr Aufmerksamkeit hier gekommen, bei uns im Rechenzentrum vor allem durch steigende, wachsende Anforderungen im Storage-Bereich. Wir brauchen immer mehr, immer schneller, immer billiger natürlich. Und dann, und das ist ja auch hier in dieser Konferenz schon mehrfach gefallen, in dem Zusammenhang mit Cloud Computing oder bestimmte Sachen als ein Dienst anzubieten. Auch da kommen jetzt verteilte Dateisysteme immer mehr in den Fokus. Wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, verteilte Dateisysteme, habe ich schon gesagt, gehören zu den sogenannten Shared File Systems, wo mehrere Server auf den gleichen Datensatz zugreifen können, wollen und müssen. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, das zu implementieren. Die ältesten sind netzwerkbasiert, NFS kennt man aus der Unix-Linux-Welt, SIFS ist eher aus der Microsoft-Seite und wer das aufmerksam verfolgt hat, Microsoft hat auch gerade eine neue Version 2.2 herausgebracht, wo sich einiges tut. Dann andere Stelle, auch wieder um mehreren Rechnern Zugriff auf gleiche Daten zu erlauben, die geclusterten Dateisysteme und da unterscheidet man dann einmal die, wo ich die gleiche Platte oder den Datenträger auf SCSI-Level zugänglich machen kann, mehr als einem Rechner, die klassischen Cluster-Dateisysteme. Im Linux-Bereich kennt man da das OCFS2 oder das GFS2, die sich ja sogar im Vanilla-Kernel befinden, aber auch kommerzielle Produkte wie zum Beispiel das Cluster-File-System von Veritas spielen hier rein. Und dann gibt es auch geclusterte Dateisysteme oder parallele Dateisysteme, die eben nicht auf gemeinsamen Platten beruhen, sondern hier wird über verschiedene Kanäle wie zum Beispiel InfiniBand oder TCP/IP die Daten ausgetauscht. Luster gibt es schon eine ganz schöne Weile, ist vor allem im HPC-Umfeld bekannt. Dann ging vor einiger Zeit mal SFFS durch die Presse. Das ist auch was SUSE ein bisschen anguckt. Seit letztem Jahr hat ClusterFS wieder neuen Fokus bekommen, weil Reddit die zugehörige Firma aufgekauft hat. Und dann haben wir ExtremeFS, worum es im heutigen Vortrag gehen soll. Ja, warum schauen wir uns das an? Amadeus ist jetzt kein kleines Rechenzentrum, also wir reden jetzt so im Linux- und Windows-Bereich davon gut und gerne 3000 Büchsen mit verschiedensten Arbeitslasten, die da drauf laufen, auch mit verschiedenen Lebenszyklen, das kann auch schon mal bis zu 8 Jahre hochgehen. Und wenn man heutzutage einen Rechner kauft, dann kriegt man da sehr viel CPU-Power, man kriegt auch viel Speicher für wenig Geld und man kriegt auch Platten, die man eigentlich gar nicht mehr ausnutzen kann. Das heißt, wir haben viele Ressourcen hier einfach rumstehen, die nicht genutzt werden. Und das kostet natürlich Geld. Es gibt verschiedene Ansätze, das zu adressieren, das Problem. Hardware effektiver zu nutzen, Virtualisierung auf verschiedenen Layern wäre zum Beispiel ein Ansatz, auf OS-Ebene, auf Applikationsebene oder zwischendrin mit Containern.
Das machen wir auch, aber in anderen Bereichen zum Beispiel können wir das gar nicht einfach migrieren oder haben andere Randbedingungen, dass zum Beispiel eine Software, eine kommerzielle, nicht unterstützt wird in einer virtualisierten Umgebung oder dass Lizenzierung uns auffressen würde, was das Finanzielle betrifft, oder wir einfach gar nicht die Möglichkeit haben, das darüber zu migrieren. Und da wären jetzt verteilte Dateisysteme eine Möglichkeit, da vielleicht im Nachhinein noch was draufzusetzen auf diese Rechner und dann Ressourcen dort abzuziehen und zugänglich zu machen im größeren Maße. Ja, und Storage, das hatte ich ja schon genannt, das ist bei uns natürlich auch ein Thema. Wir können natürlich immer größere Büchsen hinstellen und immer mehr Büchsen hinstellen, aber irgendwann wird der Verwaltungsaufwand auch größer. Und auf der anderen Seite haben wir da 200 Gigabyte pro Rechner rumdümpeln, die keiner nutzt. Und an der Stelle erhoffen wir mit verteilten Dateisystemen, und zwar mit da, wo wir den Dateisystem-Layer benutzen, diese Sachen zu adressieren, quasi als Ersatz oder als Konkurrent zum klassischen NFS. Ja, wenn man dann guckt, das gibt es so im Linux-Bereich. Klar, Hadoop fällt einem sofort ins Auge, das ja unten drunter als Vehikel mehr oder weniger auch ein verteiltes Dateisystem benutzt. Und unsere Entwickler in Nizza, die schauen sich das auch gerade an, aber weniger wegen des verteilten Dateisystems, sondern eher, weil sie diesen Algorithmus, den Map-and-Reduce-Algorithmus, obendrauf brauchen, um Daten zu retransformieren, Indexe abzulegen und weiter zu verarbeiten. Dann SFFS, das ja, wo ja der Client auch im Kernel ist, und wie gesagt, die SUSE-Leute schauen sich das gerade genauer an und fahren da Benchmarks. ClusterFS, Kaufprodukt von Red Hat, gibt es auch die ersten Beta-Releases, wo man sich das runterladen kann und angucken kann, und das ExtremeFS, um das es heute geht. Ja, wo kommt ExtremeFS her? Interessanterweise aus einem europäischen Forschungsprojekt, ist also wirklich von der EU gefördert worden, ist eigentlich nur ein Bestandteil von einem größeren Projekt, wo es darum ging, ein gridfähiges Betriebssystem, was Linux-basiert ist, zu entwickeln. Das ist dieses ExtremeOS. Und das gibt es auch, ist jetzt im Februar, also vor 2 Monaten, eine neue Version rausgekommen. Und da geht es darum, die Einfachheit der Bedienung eines einzelnen PCs mit den Vorzügen eines Grid-Clusters zu verheiraten. Das heißt, ich will eigentlich vorne nur ganz einfach meinen Rechenjob einkippen und hinten kümmert sich dann quasi mein ExtremeOS darum, welche Hardware ich brauche, ob ich Ressourcen habe, ob ich vielleicht genug Geld bezahlt habe, den Job überhaupt rechnen zu lassen, was mich als Benutzer gar nicht interessiert. Und in dem Bereich, im Grid Computing, klar, wenn ich verteilte Rechenaufgaben habe, dann muss ich denen auch irgendwelche Daten geben, die muss ich hintransferieren, die muss ich zurücktransferieren. Früher hat man das viel mit Copy-Mechanismen gemacht oder aber mit klassischen verteilten Dateisystemen. Und hier der Ansatz bei ExtremeOS ist natürlich, okay, wir rechnen verteilt, also speichern wir die Daten auch verteilt. 2006 gab es natürlich noch nicht so viele Projekte im Linux-Bereich, die verteilte Dateisysteme benutzt haben oder implementiert hatten. Laster war schon da, aber SFFS gab es noch nicht. Die ClusterFS-Entwickler hatten mehr so hinter verschlossenen Türen entwickelt, sodass das Projekt beschlossen hat, okay, es gibt nichts Richtiges, dann machen wir das selber. Und das war quasi die Geburtsstunde vor nunmehr 6 Jahren von ExtremeFS. Ja, wie sieht das grob aus? Etwas ungewöhnlich für ein Dateisystem, in Java implementiert, nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn man auf verschiedene verteilte Dateisysteme guckt. Hintergrund ist hier, dass man möglichst viele Plattformen unterstützen wollte, und lange war auch der Linux und der Windows-Zweig sehr gut gepflegt. Stand heute mit Version 1.3 ist, dass Linux sehr gut unterstützt wird, dass sich macOS das auch zum Laufen bringen kann, prinzipiell auch natürlich die freien Unixe, aber Windows ist komplett hinten runtergefallen, und zwar in beiden Komponenten, Server-Seite als auch kleinseitig. Die letzte Version, die von Windows unterstützt wurde, war Version 1.2. Da Version 1.2, 1.3 aber nicht kompatibel sind, muss man also entweder bei der alten Version bleiben, wenn man Windows nicht abschaffen kann oder mit einbeziehen möchte, oder aber man muss es außen vor lassen, was ein bisschen schade ist. Ja, Server- und Client-Prozesse, beide im Userland, das ist also nichts im Kernel in irgendeiner Weise implementiert, womit sofort klar ist, dass ich auf der Client-Seite da auf ein Hilfskonstrukt zurückgreifen muss. Das ist in dem Fall File-System in User-Space. Die Entwickler raten hier auch auf jeden Fall, da die neuesten oder die letzten Versionen zu benutzen, um dann nicht zusätzlich irgendwie noch Performance-Einbußen da einzubauen. Diese Prozesse laufen als Nicht-Root-Benutzer, was schon mal eine gute Eigenschaft ist. Ich kann sogar, also wir haben im ExtremeFS gibt es verschiedene Dienste, die verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Ich kann sogar mit etwas Handarbeit jeden dieser Dienste mit einer eigenen Benutzerkennung ausstatten und die gegeneinander abschirmen. Es geht prinzipiell, man hat aber dann erhöhten Aufwand, um das zu warten. Bitte. Wenn das Produkt in Java implementiert ist, ruft es dann irgendwelche Binaries auf?
Was ist der Grund, warum Verbindung nicht geht? Das ist eine gute Frage. Also die Frage war, wenn es in Java implementiert ist, ob es dann irgendwelche Binaries aufruft und dann, warum es dann unter Windows nicht geht. Im Backend benutzt ExtremeFS ein weiteres Produkt, die sogenannte BabuDB, die man auch in Java und in C++ implementieren kann. Und soviel ich weiß, ist da die Unterstützung nicht sauber auf der Windows-Seite und das wird auf jeden Fall fehlen. Das würde für den Server-Teil sprechen. Beim Client-Teil, klar, muss ich ja mit dem Kernel reden. Und also im Februar stand noch auf der Webseite, haben sie noch gesagt, also wir werden jetzt bald einen Client rausbringen, aber es hat sich nichts getan. Vielleicht ist auch einfach der Grund nicht mehr da, dass man Windows benötigt an der Stelle. Ich erwähne das aber, weil das bei den ursprünglichen Zielen sehr stark herausgestrichen wurde vor 6 Jahren. Es ist immer schade, wenn man das dann abbricht. Ja. Aber der größte Teil ist es wirklich, das sind keine echten Binaries, sondern wirklich in Java und wir werden das dann später auch sehen, bei der Verschlüsselung muss ich da genauso drauf Rücksicht nehmen. Ja, stehen geblieben war ich bei dem Benutzerkontext, in dem ich die Prozesse starten kann. Man kann das aufteilen, wie gesagt, aber empfehlenswert ist es nicht unbedingt, wenn es nicht notwendig ist. ExtremeFS ist komplett IP-basiert, weswegen also Ethernet als das normale Transportmedium da die Standardwahl ist. Wenn ich IP über andere Medien schicken kann, wie zum Beispiel InfiniBand, geht es prinzipiell auch. Also das Medium, über das der Transport erfolgt, ist ExtremeFS egal. Das muss dann quasi auf dem drunterliegenden Betriebssystem konfiguriert sein und dann kann es darüber sprechen. Für die verschiedenen Dienste im ExtremeFS habe ich dedizierte Ports, TCP-Ports und UDP-Ports, auf denen das angesprochen wird. Was es einfach macht, dass zum Beispiel, wenn ich ein hochsegmentiertes Netzwerk habe, vielleicht mit Firewalls dazwischen, das sauber freizuschalten oder auch sauber nicht zu erlauben, wenn ich das möchte. Die Kommunikation hier ist im Klartext, in der Standardkonfiguration. Ich habe aber die Möglichkeit, das zu verschlüsseln, worauf ich auch später nochmal darauf zurückkomme. Sehr typisch für verteilte Dateisysteme ist, dass ich da von dem ursprünglich blockbasierten Ansatz, den man von lokalen Dateisystemen kennt, weggehe, so einen objektbasierten Ansatz habe. Eine Erweiterung des SCSI-Standards ist ja der OSD, Object-Based Storage Devices Standard. Der hat verschiedene Richtlinien oder Forderungen an das objektbasierte Dateisystem. Und da hat man typischerweise dann die Wahl, das einerseits in der Hardware implementiert zu haben, was die ursprüngliche Motivation war, um den OSD-Standard ins Leben zu rufen, oder aber das auf Software-Seite zu machen. Die meisten, die ich vorhin genannt habe, bringen das auf Software-Seite mit und dann kann ich wiederum entscheiden, möchte ich das auf meinem Frontend-Dateisystem implementieren oder möchte ich das auf meinem Backend-Dateisystem implementiert haben. Die SFFS-Leute zum Beispiel, die haben gesagt, ButterFS nutzen wir als Backend-Dateisystem, das ist schon so weit und das kann Copy-and-Write und das kann Snapshotting. Das hat auch eine viel größere Testgemeinschaft, wo die Leute das ausprobieren können. Wir lassen das Backend-Dateisystem machen und können dann unseren POSIX-Layer oben drüber entsprechend dünn halten. Die ExtremeFS-Leute haben das genau umgekehrt gemacht. Die haben gesagt, wir möchten möglichst flexibel sein beim Backend-Dateisystem, deswegen haben wir da möglichst wenig Anforderungen daran, müssen dann aber im Gegenzug diese Sachen dann im ExtremeFS-Layer implementieren. Es sind auch entsprechende Java-Klassen dann vorhanden, die zum Beispiel das Copy-and-Write implementiert haben, mit Versionierung, was ich dann brauche, und das Snapshotting. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ja, wie sieht das aus? Ich habe 4 Komponenten. Erstmal, um die Daten überhaupt abzulegen, die intelligenten Festplatten, die Object-Based Storage Devices, das ist die erste Komponente, da liegen wirklich dann die Dateien rum. Dann auch typisch im OSD-Standard ist eine klare Separierung zwischen der Behandlung von Daten und Behandlung von Metadaten. Ich habe dann also auch meistens getrennte Instanzen, die OSDs kümmern sich hier um die Daten, der Metadatenserver, die zweite Komponente, der verwaltet dann die Metadaten, also Eigentümer, wem gehört die Datei, Zugriffsberechtigung, Zeitstempel und so weiter. Bei ExtremeFS ist es so, dass dieser Dienst auch dafür zuständig ist, um Kopien anzulegen von Dateien, wenn ich das möchte, um das Ganze etwas höher verfügbar zu gestalten. Deswegen hier Metadata, ein Replika-Katalog-Server oder kurz MRC.
Dann relativ untypisch, bei ExtremeFS gibt es eine zentrale Registratur, wo sich diese Opern-Beiden-Dienste und auch andere Sachen anmelden müssen. Das ist das Ding, was als erstes laufen muss. Das ist so die Master-Instanz. Und dann kommt das OSD, startet, meldet sich an und damit weiß der direkt, okay, ich kann es damit arbeiten. Ja, und das wird natürlich die Clients. Ich habe das mal versucht, ein bisschen aufzumalen, auch um die Kommunikationskanäle aufzuzeichnen, wer jetzt hier mit wem redet. Wenn ich jetzt irgendwie auf Volume-Ebene was machen möchte ein neues Volume anlegen im ExtremeFS, dann muss ich quasi hier rüber gehen, weil das dann auch angemeldet sein muss beim Directory-Server. Dann natürlich meine Metadaten und meine OSDs melden sich an bei dem. Wenn ich irgendwas an den Metadaten schrauben möchte oder sich ändert, dann geht das hier rüber. Während wenn ich wirklich dann auf die Daten zugreife, dann ist das dieser Kanal. Sieht relativ chaotisch aus, aber das sind auch wirklich, also was ich vorhin sagte, auf IP-Port-Ebene sauber separierte Kanäle. Es war mit Absicht so aufgezeichnet, dass ich ja viele OSDs habe, also viele Server, die als ein OSD beim ExtremeFS arbeiten und hier bloß eine große Büchse. Da kommen wir dann beim HA-Teil nochmal darauf zurück. ExtremeFS ist intern mit Diensten organisiert, das heißt, größere Konstrukte werden zu Diensten zusammengefasst und registrieren sich dann beim Directory Service. Diese Dienste sind mit einer UUID versehen, das heißt, ExtremeFS hat hier nochmal einen zusätzlichen Layer eingezogen, wo sie sagen, okay, ich will das nicht mit IP-Adressen rumhantieren oder wenn da Änderungen sind, dann möchte ich unabhängig davon sein. Der Vorteil ist, ja, du bist abstrahiert vom Network, du kannst quasi unten drunter dein IP-Netzwerk austauschen, ohne oben drüber ein Wartungsfenster haben zu müssen bei ExtremeFS. Der Nachteil ist, man kann im ExtremeFS auch auf den UUIDs bestimmte Replikationsmechanismen aufbauen, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht von Anfang an macht, dann muss man es dann an der Stelle runterfahren und dann hat man auf jeden Fall eine Outage. Diese eindeutigen Nummern müssen zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch wirklich im gesamten ExtremeFS-Netzwerk eindeutig sein. Das heißt, ein Dienst kann nicht oder ein zweiter Dienst kann sich nicht mit derselben Nummer anmelden. Es gibt hier aber Pläne, das zu ändern und zu sagen, okay, ich möchte erlauben, dass eine UID nur in einem bestimmten Netzwerksegment eindeutig ist und der Hintergrund ist dafür, dass jemand mit diesem Dienst reden möchte und der ist vielleicht in einem Einrechenzentrum angesiedelt und ohne jetzt, und da habe ich jetzt ein Problem damit zu sprechen, da möchte ich umschwenken können, ohne auf der Open-Seite was ändern zu müssen, sondern der benutzt die gleiche UUID und für den sieht das dann quasi transparent aus. Ja, eine Registratur oder auch mein Metadatenserver, die müssen natürlich die Informationen, die sie verwalten, auch irgendwo speichern, damit sie im Falle eines Reboots oder wenn ich sie anders neu starten muss, ihr Gedächtnis nicht verloren haben. Bei ExtremeFS ist da der Ansatz, dass diese Daten lokal auf dem jeweiligen Rechner gespeichert sind und hier benutzt ExtremeFS, das vorhin schon erwähnte, die Babu-Datenbank, das heißt, es ist eine Art Datenbankformat, das da zum Tragen kommt. Hintergrund hinter Babu-DB war in der Tat auch Unzufriedenheit mit der Metadaten-Performance in lokalen Dateisystemen, in vielen Dateisystemen oder in vielen, recht vielen Anwendungsfällen. Ist das Dateisystem an sich ein lokales Dateisystem recht in Ordnung und funktioniert und skaliert auch, aber wenn ich viele Änderungen an den Metadaten habe, an der Stelle ist dann der Flaschenhals. Und da gab es auch ein paar Messungen, zum Beispiel in X4 zu vergleichen mit dem klassischen Metadatenansatz, mit dem Ansatz, dass man die Metadaten in ein Datenbankformat ausgelagert hat. Dateisysteme wie XFS oder ButterFS versuchen das Ganze zu beschleunigen, indem sie die Metadaten auch in einem B-Plus-Baum ablegen, also da auch einfach eine einfache Indizierung erlauben. Und ExtremeFS ist quasi noch weitergegangen. Sie haben die Metadaten separiert, dann können wir es auch gleich in eine Art Datenbankformat umwandeln. Im Standard, also wenn man das einfach installiert und nicht weiter konfiguriert, dann schreiben sowohl der Directory-Server als auch der Metadatenserver diese Daten asynchron runter. Vielleicht kommt noch ein F-Sync hinterher. Also wenn nach oben die Rückmeldung kommt, jawohl, die Daten sind geschrieben, sind die noch nicht notwendigerweise auf der Platte. Das ist ein Verhalten, was man dann ändern muss, anders konfigurieren muss, wenn man dann das Ganze in einem Clusterbetrieb oder in einem HA-Betrieb fahren möchte, weil dann muss ich wirklich sicherstellen, wenn hier oben was, wenn der weiß, es ist was geschrieben, dass es auch wirklich unten auf der Platte ist und weitergeleitet. Interessanterweise, das werden wir dann sehen, die Konfigurationen, die hier angegeben sind, sind überhaupt nicht ExtremeFS-spezifisch, sondern wer mit der Babu-DB schon gearbeitet hat oder die einsetzt, findet das 1:1 dort wieder.
Ja, wie legt XtremeFS jetzt die eigentlichen Daten ab? Also da kommt eine Datei und dann in der Standardkonfiguration teilt XtremeFS das Ganze in 128 Kilobyte Häppchen auf. Man kann das aber auch größer machen, zu 1 Megabyte oder 4 Megabyte, wenn man das möchte. Und im Standard ist es so, dass trotzdem, trotz dieser Aufteilung, die gesamte Datei auf einer OSD liegt. Hintergrund ist, dass es nicht trivial ist, eine Datei zu verteilen auf mehrere Datenträger, insbesondere wenn man zulassen möchte, dass diese Datei auch Lücken hat. Weil wenn ich dann auf einen Datenträger in der Mitte drauf zugreife, dann muss ich irgendwie einen Mechanismus haben, festzustellen, okay, das ist jetzt eine echte Lücke, oder der Datenträger ist weg, hat ein Problem, oder aber ich befinde mich hinter der Datei und ich kann da eigentlich gar nichts finden. Inzwischen ist das Problem gelöst und ich kann also sagen, okay, bitte verteile mir die Datei auf 3, 5, 10 oder mehr OSDs. Der Vorteil ist dann, dass ich dann auch wirklich parallele Lesezugriffe an der Stelle erlauben kann und mir die Performance in der Performance da einen kleinen Sprung erlaube. Was gibt es noch? Es gibt jeder Dienst hat einen kleinen Webserver mit eingebaut, damit kann ich über einen Browser dann auch darauf zugreifen. In der vergangenen Version war das so, dass auch die Administration möglich war, was relativ elegant ist, sein Dateisystem über einen Browser zu administrieren. In der 1.3er Version ist das momentan nicht der Fall. Ich kann es aber immer noch hernehmen und einen relativ guten Überblick mir zu verschaffen. Was habe ich denn für Dienste registriert? Was sind denn das für, in welchen Größen erfolgen die Zugriffe? Welche Volumes habe ich da? Wie ist der Füllstand? Ist vielleicht gerade eine Replikation am Laufen und ich sollte mal ein bisschen zurückschalten. Also der Übersicht ist immer noch möglich mit der Webschnittstelle. Jegliche Administration, aber Volumes anlegen, die Anzahl der Kopien ändern oder den Striping-Ansatz ändern, das auch folgt nach wie vor über die Kommandozeile. Ja. Nach einer guten halben Stunde eine kurze Zwischenzusammenfassung. Also wo stehen wir mit XtremeFS? Prinzipiell Multiplattform-Unterstützung, wenn wir jetzt Windows mal ausklammern an der Stelle. In anderen Rechenzentren, die vielleicht ähnlich heterogen aufgebaut sind wie Amadeus, kann das von Interesse sein. Der interessante Ansatz von der Netzwerktopologie zu abstrahieren und mit den UUIDs quasi einen neuen Layer einzuführen, eine neue Schicht einzuführen, die ich dann auch entsprechend partitionieren kann, wenn ich möchte. Saubere Kommunikationsseparation, das heißt, ich weiß wirklich, wenn ich von A nach B reden muss mit dem Dienst, dann muss ich das auf der Firewall freigeschaltet haben und alles andere kann ich blockieren. Die Freiheit, das Backend-Dateisystem zu wählen, was ich möchte, was zum Beispiel interessant sein kann, je nachdem, welche Distribution ich einsetze. Nicht jede unterstützt zum Beispiel ButterFS als im Produktionsbetrieb. Und nochmal der Hinweis, dass für die XtremeFS-Entwickler HPC nicht unbedingt das Kriterium war, sondern vor allem Skalierbarkeit, also möglichst viele Rechner und Sicherheit eine große Rolle gespielt haben. Komme ich zum zweiten Teil, wo ich mir zwei Aspekte rausgepickt habe, Hochverfügbarkeit und Sicherheit. Hier der Hochverfügbarkeitsteil. Da müssen wir XtremeFS ein bisschen aufsplitten in unserer Sichtweise. Wir gucken uns zuerst die OSDs an und dann gucken wir uns die Metadaten-Server an. Auf OSD-Seite, das wird relativ einfach geregelt. Hier sage ich einfach auf Volume-Ebene oder auf Datei-Ebene, okay, ich möchte jetzt 3 Kopien von dieser Datei haben oder 5 Kopien oder 2 Kopien. Und wenn ich das auf Volume-Ebene mache und eine neue Datei reinlege, dann wird die auch verteilt vom XtremeFS. Auf Datei-Ebene kann ich das auch im Nachhinein noch sagen, kann sagen, okay, ich möchte jetzt von dir 3 Kopien haben und dann wird dann auch entsprechend angelegt. Mache ich es auf Volume-Ebene erst zu einem späteren Zeitpunkt, heißt es nicht automatisch, dass da ein großer Sync-Prozess startet und die existierenden Dateien auch kopiert werden. Die bleiben singulär dort liegen oder mit der vorher konfigurierten Anzahl von Kopien, die muss ich dann quasi manuell anfassen über Utilities und sagen, okay, und bitte du auch entsprechend das nachziehen. Das ist für Replikationen von Dateien, also auf dem OSD-Layer. Für die Metadaten und für unsere Registratur-Server muss ich mir ein bisschen was anderes einfallen lassen. Hier kommt aber auch wieder positiv zum Tragen, dass ich die Daten ja nicht in irgendeinem normalen ASCII-Format liegen habe, sondern schon in einem Datenbankformat und das Konstrukt, die BabuDB, in sich schon mal einen Replikationsmechanismus beherrscht und das ist der, den XtremeFS hernimmt und zwar 1:1. Also wenn man Dokumentation liest oder auch die Config-Dateien sich anguckt für die Replikation der Daten vom Metadatenserver, vom Directory-Server, das ist 1:1 BabuDB. Da ist nichts Neues dabei.
Ja, wie funktioniert das? Das Master-Slave-Prinzip an der Stelle. Der Master führt alle Änderungen durch, schreibt die in eine Logdatei runter. Der Inhalt der Logdatei wird dann an die Slaves rausgeschrieben, die Änderung ebenfalls auch anwenden. Und damit habe ich zumindest die Konfiguration schon mal in Sync gehalten. Hier an der Stelle ist noch wichtig, dass das alles auf Mehrheitsentscheidungen basiert. Das heißt, ich brauche immer ein Quorum. Ich kann also nicht einfach zwei Directory Server aufsetzen, sondern ich muss drei aufsetzen, damit dann, wenn einer wegbricht, auch zwei übrig bleiben und sagen können, jawohl, wir sind die Mehrheit. Da ist die Dokumentation leider ein bisschen irreführend, weil die immer nur mit zwei Servern reden. Und das geht auch wunderbar. Und das startet auch hoch. Und das sagt dann erst eine Logdatei eigentlich. Ja, aber H kann ich nicht machen. Da fehlt mir noch einer, so ungefähr. Also ganz wichtig, mindestens drei Instanzen braucht man da an der Stelle. Beim Metadatenserver klappt das dann auch, wenn ich mir einen runterfahre, wenn der wegfällt irgendwie und das war mein Master, dann handeln die anderen zwei aus, wer jetzt der neue Master ist und ich kann weiterarbeiten. Das ist vom Client aus nicht mal sichtbar für alle Aktionen, die er mit dem bisherigen Master gemacht hat. Wenn da irgendwas noch im Fluss war, dann sieht das für den Client so aus, er würde immer noch mit dem alten Rechner reden, der der Master war, obwohl der gar nicht mehr da ist. Ein Hinweis noch, in der momentan stabilen Version ist ein kleiner Bug drin. Ich muss ja bei sowas, wenn ich irgendwie ein Cluster aufbaue, muss ich immer Zeiten synchronisieren und da ist ein kleiner Bug drin in der stabilen Release, wo die Rückgaben vom NTP nicht sauber ausgewertet werden und ExtremeFS sagt, ich bin zeitlich überhaupt nicht synchronisiert, da kann ich leider nichts machen. Das ist schon gefixt in der Development-Version, kann man das auch sehen und da funktioniert das dann auch mit dem automatischen Failover. Leider funktioniert das überhaupt nicht für den Directory-Server, und zwar an zwei verschiedenen Stellen. Erstens per se, der Directory-Server macht keine Neuwahl, wenn jetzt der alte Master wegbricht, dass der sagt, okay, du bist jetzt der neue Master, was für mich vollkommen unverständlich ist. Und das Zweite ist, ich muss auf den Diensten, die sich dort registrieren, die sollten normalerweise auch automatisch erkennen, wo ist denn jetzt ein Directory-Server. Wenn ich also eine OSD hochstarte, dann muss ich da entweder sagen, okay, das ist dein Directory-Server, mit dem musst du reden, da musst du dich registrieren. Oder aber es gibt auch einen Mechanismus, das automatisch zu entdecken, wo die ins Netz reinruft und dann entsprechend Antwort kriegt. Dieser automatische Mechanismus funktioniert leider auch nicht. Also man muss das hart konfigurieren. Das heißt, ich muss auf die Entwicklerversion gehen zum gegenwärtigen Stand und wenn ich meine Registratur irgendwie hochverfügbar einrichten möchte, muss ich was Externes nehmen, was also nicht bei ExtremeFS dabei ist. Entweder vielleicht ein Load Balancer könnte schon reichen oder ich muss wirklich mal ein Cluster Setup machen dafür. Das ist ein bisschen schade, dass das an der Stelle so geschlampt haben, möchte ich fast sagen. Ja, die Daten müssen hin und her geschaufelt werden, damit die synchron sind zwischen diesen Diensten. Auch hier, das sind separate Kanäle, standardmäßig auch im Klartext, das heißt unverschlüsselt, kann das Ganze aber über SSL dann auch verschlüsseln. Und das ist unabhängig von den Kommunikationskanälen, die zwischen zum Beispiel den Client und den OSDs oder den Client und dem Directory-Server stattfinden. Ja, springen wir zur OSD-Seite. Auch interessanter Ansatz. Von den Anwendungsfällen, wo zuerst die Entwickler sich darauf konzentriert haben, ging es wirklich darum, Dateien statischen Inhalts da möglichst weit zu verteilen über die Welt, über verteilte Rechenzentren, eventuell sogar mit recht geringen großen Netzwerklatenzen, sodass relativ zeitig die Replikation für schreibgeschützte Dateien funktioniert hat und das ist auch relativ einfach zu implementieren, während erst mit der letzten Version die Unterstützung reinkam, um Dateien mit veränderlichen Inhalt zu replizieren und sauber zu kopieren. Was ist für einen Amadeus zum Beispiel, was ist für uns der Anwendungsfall? Ne? Wir wollen also Dateien nicht nur lesen, sondern wir wollen die auch verändern können. Relativ nettes Feature bei der Read-Only-Datei-Replikation ist, dass ich hier nicht Vollreplikation machen muss, also Dateien instantan austeilen muss, sondern ich kann auch sagen, okay, ich lege schon mal fest, dass jetzt in meinem Rechenzentrum Europa ist jetzt meinetwegen die Masterkopie, die ursprüngliche, und da im Rechenzentrum in Asien, wo ich keine gute Netzwerkanbindung habe, da möchte ich auf einen bestimmten Datensatz auch zugreifen können. Und da lege ich mal fest, okay, du sollst auch dort liegen. Und dann wird nicht automatisch die Datei hinkopiert, sonst wird das von bloß die Information gespeichert. Und wenn dann dort auf dieser Seite eine Anfrage kommt an dieses Rechenzentrum, an diesen Teil im ExtremeFS, geben wir doch mal die Datensätze 1 bis 5. In dem Moment wird die Replikation angestoßen und auch nur das kopiert, was benötigt wird. Es kann also durchaus sein, dass ich an verschiedenen Stellen in meinem ExtremeFS-Verbund von einer Datei verschiedene Versionen oder verschiedene Füllstände, möchte ich fast sagen, habe.
ja, relativ einfach zu implementieren. Prinzipiell sind die Kopien natürlich gleichwertig. Wenn ich dann irgendwas lesen möchte, muss ich mich auch nur mit einer OSD unterhalten, wenn die Daten nur auf dieser einen liegen. Die müssen sich untereinander nicht abgleichen. Also es ist alles relativ einfach. Anwendungsfälle, klar, statische Dateien oder dann in dem Fall auch, wenn ich geringe Bandweiten habe oder viele oder relativ große Dateien austeilen muss. Es gibt, jetzt mit der letzten Version ist noch ein Mechanismus eingebaut worden, dass ich da hier schon eine Art Replikation nach und nach auch noch machen kann. Ich kann die Datei quasi markieren, zu sagen, okay, wenn ich die schließe, du bist eigentlich nur read-only, aber wenn ich die schließe, dann nimm die Änderung doch bitte auf und verteilt sie auch. Das ist allerdings nicht sauber, weil es überhaupt keinen Schutzmechanismus gibt. Wenn zwei Clients auf dieselbe Datei zugreifen, dann gibt es da einfach einen Konflikt mit den Daten, was vorhin repliziert werden muss. Der für uns interessante Fall ist der, wo wir Dateien mit veränderlichen Inhalt replizieren oder kopieren wollen oder da sicherstellen wollen. Wir wollen die Dateien immer wieder verändern wollen können und wir wollen auch kein Problem haben, wenn uns jetzt eine OSD irgendwie wegkracht oder zwei oder drei. Das funktioniert ähnlich wie bei den Directory-Servern nach einem Master-Slave-Prinzip. Ich habe also eine Primär-OSD für jede Datei, die ich anfasse im ExtremeFS, findet ein Auswahlmechanismus statt. Die OSDs, die dafür zuständig sind, machen einen Auswahlmechanismus, einer wird als Master bestimmt, kriegt dann auch eine Lease, anhand er und auch die Slaves dann feststellen können, okay, das ist jetzt wirklich der Datenträger, mit dem ich reden muss für diese Datei. Der nimmt alle meine Schreibzugriffe und Lesezugriffe entgegen, Lesezugriffe macht er lokal und gibt sie zurück, Schreibzugriffe macht er lokal, gibt sie weiter an die anderen und wenn ich von dort dann die Rückmeldung habe, jawohl, wir haben alles geschrieben, dann gebe ich das an den Client zurück. Hier ist relativ viel Forschungsarbeit reingesteckt worden, wie ich diesen Auswahlmechanismus machen kann. Wenn man zurückdenkt an geclusterte Dateisysteme, also es gibt die Möglichkeit, das Ganze mit irgendeinem Locking und irgendeinem Lock-Manager zu machen. Das skaliert dann aber irgendwann nicht mehr. Entweder muss ich dann mit verteilten Locking-Mechanismen arbeiten, aber auch das geht nur bis zu einer bestimmten Größe. Mit den Leases, das gab es schon eher und die früheren Implementierungen, die haben dann aber auch immer noch also mehrere Transaktionen gebraucht, um letzten Endes festzulegen, okay, du machst das und ich halte mich zurück. Auch nur mit lokalem Disk-IO und bei ExtremeFS ist jetzt ein Algorithmus implementiert, der eigentlich nur noch im Extremfall gehen nochmal nur drei Nachrichten hin und her und es wird auf jeden Fall nichts runtergeschrieben, was das noch langsam machen kann, sodass das relativ gut skaliert und ich auch mit 30, 40, 60 OSDs einen relativ schnellen Auswahlmechanismus, Auswahlprozess habe. Ja, was passiert, wenn mir so eine OSD wegfällt beim Schreiben, wenn mir so eine sekundäre wegfällt, dann kann ich festlegen, wie ich damit umgehen möchte im ExtremeFS. Ich kann sagen, okay, ich kann paranoid sein und sagen, oh, wenn mir eine umfällt, dann möchte ich gar nichts mehr geschrieben haben und einen Fehler zurückmelden. Oder ich kann sagen, okay, wenn mir eine wegfällt, dann gucke ich, wie viel habe ich denn noch? Habe ich noch eine Mehrheit? Okay, und dann schreibe ich das runter. Also hier auch wieder mit Quorum. Genauso auch mit der Primären. Wenn mein Schreibzugriff an die Primäre geht und die hat irgendwie keine Rückmeldung, das sind auch Heartbeat-ähnliche Sachen unterwegs zwischen den Secondary-OSDs und der Primary-OSD. Dann kann ich sagen, okay, der Schreibzugriff soll komplett fehlschlagen oder aber ich stoße in dem Moment einen Auswahlprozess an und bestimme einen neuen Master, der mir den dann quasi entgegennehmen soll. Das wird dann zwischen dem Client und dem OSD-Teil abgehandelt. Was sehr schön bei ExtremeFS gelöst ist, ist die Richtlinie. Wie repliziere ich denn jetzt? Wie lege ich denn fest, wo meine Daten landen? Ich möchte natürlich vermeiden, dass wenn ich zum Beispiel zwei OSD-Instanzen auf demselben Rechner laufen habe oder am selben Rack oder derselben Feuerzelle, dass meine Kopien natürlich genau dort landen und wenn der mir wegraucht, dann stehe ich trotzdem ohne Daten da. Hier kann ich verschiedene Mechanismen zum Einsatz bringen. Ich kann erstmal OSDs generell selektieren, einfach aufgrund des Plattenplatzes, den sie zur Verfügung haben. Ich kann aber auch, dass er letzten Endes auf einem Rechner läuft, der irgendwie im DNS eingetragen ist, kann ich auch quasi die Hierarchie, die ich im DNS habe, hernehmen und sagen, okay, ich weiß jetzt, dass dieser Bereich eh mehr in Europa ist und der Bereich ist eher mehr in den Staaten, dass ich die OSDs für Zugriffe auf den Staaten, die Replikation dorthin zuordne. Oder ich sage, okay, wenn was von dort kommt, dann möchte ich auf jeden Fall das in den anderen Zweig kopiert haben.
Ich kann mir eine neue Topologie basierend auf den UUIDs aufbauen. Das ist aber, wie gesagt, was ich von Anfang an richtig machen muss. Wenn ich keine angebe, starte die Prozesse und installiere das, generiert ExtremeFS automatisch mir eindeutige UUIDs und die sind dann kunterbunt. Da kann ich dann kein Schema mehr drauf aufbauen. Im größeren Maßstab kann ich auch sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Rechenzentren oder Subnetze, kann dann Abstände definieren zwischen denen, kann die mit Wichtungen versehen und kann dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt, dass auf jeden Fall, wenn ich Daten hier schreibe, dass sie auf das nächstgelegene Rechenzentrum kopiert werden oder eben nicht auf das nächstgelegene kopiert haben. Und das ist hier relativ schön und einfach zu implementieren. Das ist bei anderen verteilten Dateisystemen jetzt wie Ceph oder ClusterFS nicht so schön und einfach möglich. Hier kommt noch dazu, dass ich verschiedene Richtlinien miteinander kombinieren kann und dann sagen kann, okay, du, der DNS-Part, der filtert mir jetzt erstmal raus, welche ich überhaupt betrachten muss und dann mache ich dann noch sortiere ich die dann noch vielleicht nach, wo ich am meisten Plattenplatz zur Verfügung habe, kann also diese Regeln noch wild miteinander kombinieren und bin da sehr, sehr flexibel. Und dazu kommt noch, dass ich auch eine gute Schnittstelle habe, um eigene Regeln, eigene Richtlinien zu implementieren, um, wenn ich irgendwelche anderen Randbedingungen habe, basierend auf denen dann die Replikation oder die Kopiererei anzustoßen. Ja, kurzes Zwischenresümee für den HA-Teil. Ein paar Stolpersteine hatte ich schon aufgezeigt. Hier ist also aus meiner Sicht auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich finde den HA-Teil eigentlich als nicht funktional, zumindest nach unseren Anforderungen. Auf USD-Seite gibt es schon ein paar Sachen, die relativ gut funktionieren. Vor allem der Read-Only-Teil. Für die Read-Write, da muss man mal gucken, wie das dann auch wirklich skaliert, wenn ich dann große Dateien schreibe. Mit Striping kann ich die Performance, vor allem für Lesezugriffe, erhöhen und das, was für uns auch wichtig war, diese Flexibilität, die durch diese einfach zu implementieren und zu erweiterten Richtlinien hier gegeben ist. Ja, Verschlüsselung oder Sicherheit war das, was ich auch noch rausgegriffen hatte. Hier geht es nicht um Verschlüsselung auf jetzt POSIX-Layer, auf Dateisystemebene, dass ich also Dateien verschlüsselt direkt ablegen kann. Das wäre für uns zwar auch interessant, weil wir uns auf verschiedenen Sicherheitsaudits unterziehen müssen, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, kann ich die Kanäle zwischen den einzelnen Komponenten absichern. Und da habe ich einmal natürlich die Interaktion von den Clients oder zwischen den ExtremeFS-Komponenten an sich und dann natürlich nochmal den Replikationsmechanismus, das deren eigener Kanal ist. Für beides gilt, das wird über SSL gemacht, das heißt Zertifikate habe ich hier zu pflegen. Diese Zertifikate müssen lokal auf jeder Instanz vorliegen. Wenn ich also auf einen Rechner einen OSD und einen Metadatenserver laufen habe, sind das im Extremfall zwei Zertifikate. Wenn ich das dann noch, wenn ich eine eigene Root-CA habe, mit der ich diese Zertifikate signiert habe, dann muss ich die auch noch austeilen und lokal vorrätig halten. Ich kann es entweder im PKCS12-Format machen oder da das Ganze in Java implementiert ist, kann ich das auch in so einen Java Keystore einpflegen. Aber ein wichtiger Punkt ist erstmal, das ist was lokal liegt, was schmerzt, wenn man dann eigentlich skalieren möchte. Zweiter wichtiger Punkt ist, Absicherung mit SSL bei ExtremeFS ist ein Alles-oder-Nichts-Ansatz. Also ich kann nicht sagen, ich möchte bloß die Kommunikation zwischen OSD und Directory-Server verschlüsseln, sondern wenn ich das möchte, dann muss ich alles andere auch verschlüsseln. Und das geht bis hin zu den Clients. Also die Zertifikate, von denen wir reden, die müssen auch auf allen Clients liegen. Wenn es mir nicht um Verschlüsselung geht, sondern bloß um Authentisierung und ich sage, okay, ich möchte nur, dass diese Rechner darauf zugreifen können auf den Verbund, kann ich das auch machen, der sogenannte Grid-SSL-Modus. Hier werden Zertifikate nur zur Authentisierung herangezogen, der Datenverkehr oder der Austausch ist aber weiterhin im Klartext. Da die Zertifikate ja auf allen möglichen Rechnern liegen, sind die auch nicht unbedingt geschützt gegen Missbrauch, weil es ja nicht zentral gesteuert wird. Also möchte man vielleicht das Ganze mit einem Passwort schützen. Das geht auch per se, ist aber auch, würde ich sagen, mal in den Kinderschuhen implementiert. Ich muss zum Beispiel für die Dienste, muss ich das Passwort dann irgendwo hinterlegen, weil sie mir sonst nicht automatisch hochfahren. Das heißt, die legen im Klartext in irgendeine ASCII-Datei, die zwar nur Root und der ExtremeFS-Benutzer, der Benutzer unter dem und dessen Kontext der Service läuft, lesen kann, aber besonders schön ist das nicht. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste.
Auf der Client-Seite habe ich überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwo zu hinterlegen. Das heißt, ich muss das während der Kommandozeile mitgeben, was eigentlich ein absolutes No-Go ist. Das heißt, in dem Moment kann ich das auslesen im Prozesslisting, aber es kommt noch doller. Und zwar ist der Mount-Prozess bei ExtremeFS so implementiert, dass ich führe den aus und solange wie der Mount aktiv ist, ist auch dieser Prozess im Prozesslisting zu sehen. Das heißt, solange wie ich das Dateisystem gemountet habe, sehe ich dann hier zum Beispiel an dieser Stelle das Passwort schön im Klartext. Also das kann man eigentlich, so wie es ist, mehr oder weniger in die Tonne treten, würde ich jetzt mal salopp sagen. Ja, damit ist die Zusammenfassung auch relativ einfach. Klar, SSL ist die offensichtliche Wahl, wenn ich irgendwas TCP-IP-basiert mache an der Stelle. Für uns wesentlich, ich habe überhaupt keine Schnittstelle zu einer Public-Key-Infrastructure, um das sauber zu verwalten. Und das würde uns auf jeden Fall in der Skalierung behindern, weil wir müssen einen zweiten Prozess aufbauen, der mir die Zertifikate austeilt, woanders in Speichern, wann die vielleicht auslaufen, den Neuerungsprozess und so weiter. Und das wollen wir eigentlich gar nicht. Ja, und der Passwortschutz, den muss man, mit Redesign ist es, glaube ich, relativ höflich formuliert. Ja, wo stehen wir jetzt mit ExtremeFS? Ist mit hohen Zielen angetreten, wollte skalieren, wollte sicher sein, wollte viele Plattformen unterstützen, wollte einfach zu handhaben sein. Ein paar von den Zielen scheinen da irgendwie hinten runtergefallen zu sein, zum Beispiel bei der Multiplattform-Abhängigkeit. Die Hochverfügbarkeit oder möglichst sicher da zu sein, ist auch nur partiell da, da fehlen also noch ein paar Sachen. Und es ist relativ ruhig geworden um dieses Projekt. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar interessante Ideen dahinter, was da implementiert ist. Also man kann sich, also der Code gerade für Snapshotting, Copy and Write, ist sehr interessant mal anzuschauen. Das mit den Richtlinien, die einfache Erweiterung ist ein guter Ansatz, dass man das wirklich da anpassen kann auf seine eigenen Bedürfnisse und nicht festgelegt ist. Und auch der Auswahlmechanismus zwischen den einzelnen OSDs. Das sind so ein paar Perlen, die da drin sind. Und damit könnte man sich das zumindest, wenn man ein bisschen Forschungsarbeit betreiben möchte und vergleichen möchte, auch mit anderen Dateisystemen, sich das auf jeden Fall mal angucken. Relativ viele Informationen gibt es auf der Projektseite von ExtremeFS hier angegeben und wer dann ein bisschen weiter in die Babu-DB reinschnuppern möchte, das vielleicht auch verwenden möchte als Metadaten-Backend in einem anderen Bereich, ist ja auch die Seite angegeben. Ja, jetzt bin ich quasi auch fertig, stehe für Fragen zur Verfügung, bin auch niemand böse, der zur Massage raus möchte oder zum zeitigen Mittagessen. Dankeschön. Vielen Dank. Noch Fragen? Nie vor der Mittagspause. Ah, doch. Funktioniert so? Die Kommunikation auf IP-Basis, geht das nur V4 oder auch V6 in Zukunft? Ist nur V4 implementiert. V6 ist noch nichts zu sehen, ja. Okay. Ja. Ja, im universitären Bereich, also wenn man die vor allem auch bei den Projektpartnern, wenn man die anguckt, da ist halt nur, also das Konrad-Zuse-Institut in Berlin ist da mit dabei, Universität von Ulm und Düsseldorf und einige französische und im SAP Labs haben sie was gemacht, aber jetzt so externe Referenzkunden, nein. Zumindest jetzt für diesen Teil für ExtremeFS. Hier vorne? Für euch evaluiert zu haben. Ihr seid ja nicht wirklich zufrieden damit. Genau. Wegen diesen Schwachpunkten. Ja. Was habt ihr denn sonst noch evaluiert? SurfFS haben wir uns angeguckt, das ist auch mein persönlicher Favorit und ClusterFS, auch weil wir da kommerzielle Unterstützung bekommen werden in Zukunft, was für einen Amadeus wichtig ist. Mein persönlicher Favorit ist SurfFS, aus dem Grund, den ich hier nicht genannt habe, wir haben uns vor allem auf die Dateisysteme konzentriert oder ich mich konzentriert, um NFS abzulösen. Bei SurfFS ist aber schon relativ gut auch eine Integration in KVM QEMU implementiert, das heißt, ich kann den Postix-Layer oben drauf komplett weglassen und kann aus der Storage Engine unten direkt ein Block-Device nach oben durchreichen und kann es direkt sogar den QEMU übergeben. Und das wäre jetzt mein Favorit. Da wir aber sowohl Red Hat als auch SUSE im Rechenzentrum haben, wird das noch interessant, was wir da machen an der Stelle. Wir haben noch, also gerade schauen wir uns noch ein anderes an. Das ist über einen anderen Kanal reingekommen, das Fraunhofer-Institut, Fraunhofer-Gesellschaft, die haben auch ein eigenes rausgebracht, aber das ist ein Closed-Source-Produkt.
Das geht mehr in Richtung HPC und da haben wir auch Anwendungsfälle bei uns. Also wir haben auch Compute-Cluster, die halt berechnen, was ist denn jetzt der beste Preis für den Kunde. Da wäre das vielleicht interessant, aber da fehlt zum Beispiel komplett der HA-Teil. Also wenn da ein Storage-Teil wegbricht, dann sind die Daten halt Master weg. So. Haben wir nicht gemacht, ja. Habt ihr mal so richtige Belastungstests auch gemacht? Wir machen erstmal funktionale Tests, geht das und zum einfachsten Fall und das sieht schon relativ gut, erstaunlicherweise an der Stelle. Ja. Ja, dann mache ich es wieder Martin, ich bin ja auch noch eine Weile da und stehe auch gern für Fragen zur Verfügung und ansonsten ja, findet man mich eigentlich auch überall. Auf Konferenzen und so. Dann Mahlzeit. Vielen Dank.